Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Final Fantasy VIII. Wir sind gerade nach dem Traviergarten und wollen jetzt weiterfahren in unserer Geschichte. Wir können dazu die Leute aussuchen, die wir gerne hätten. Also Irvine kommt auf jeden Fall mit, der muss ein bisschen leveln. Und ansonsten sind eigentlich alle so auf dem gleichen Stand. Ich könnte einmal Renoa mitnehmen, ich könnte Quistis mitnehmen. Letztendlich nehme ich, glaube ich, Quistis mit, weil sie hat ein bisschen weniger HP. Und wir tauschen das Ganze, glaube ich, Selphie hatten wir letztens mit Sevi aus. Ich im Garden, das war ja interessant. Das ist ja sehr interessant. Da fällt mir gerade ein. Bevor ich aber die Folge hier weitermache, werde ich auf jeden Fall noch mal eine ganz kurze Pause hier einlegen. Warte mal, wie gehe ich denn nochmal raus? Wieso? Und Scheiße, ich komme gar nicht durch. Mal so, dann müssten wir ja eigentlich da aussteigen an der Seite, genau. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn wir in den Garden einsteigen. Bis gleich. So, und dann geht's auch gleich wieder weiter. Ich habe gerade eben beschlossen, dass wir erst eben fix einmal was einkaufen fahren. Und zwar Potions brauche ich unbedingt. Auch ja, wenn sie nur 200 Leilen oder so ist. Feuergrotte gewesen sein, naja. Nee. Ach, hier ist so eine ganz krasse Insel, glaube ich, wo tausende von Monstern drauf sind. Wir wollen aber fix einmal einkaufen gehen, deswegen, das reicht dann einmal, dass wir hier sind. So einmal drehen. Zack. Wollen ich einmal schnell hin. Willkommen! Oh! Ob die auch alle schon ihre besseren Sachen haben? Die haben die tatsächlich alle schon. Ich dachte nicht. Nee, da müssen wir hier zum Shop. Hallo? Kaufen! Oh, so wie habe ich gerade mal. Machen wir mal hier 50. Zack. Passt dann schon so. So. Ja. Wenn wir auf CD3 angekommen sind, was allerdings auch nicht allzu lange mehr dauern sollte, dann werden wir natürlich auch diese doofe Card-Quest machen. Voraussetzung ist aber auch so ein bisschen. Voraussetzung dazu ist, dass ich gerade eine Pause machen muss. Einen Augenblick bitte. Wow, was die alle von mir wollen. Und jetzt können wir. Nein, das wollte ich gar nicht machen. Und jetzt wollte ich einmal rüber. Wollen wir zu Ideas Haus mal fahren. Kann ich eigentlich hier so durch? Probiert. Nein, kann ich nicht. Aber ganz ehrlich mal, ne? Naja, ich habe mich gerade ein bisschen innerlich geärgert über diese doofe Random Scheiße. Naja, dann fahren wir einmal hier so drum und dann sind wir auch schon da. Weil wir sind ja schon mal einmal an Edeas Haus vorbeigefahren, wenn ihr euch erinnern möchtet. Denn wir waren. Ah, genau, als wir auf dem Weg zu Odin waren. Muss irgendwo da hinten sein. Was ich allerdings machen werde, ich muss gucken, ich muss irgendwann mal irgendwas leveln. Beziehungsweise irgendwen töten, damit ich irgendwie so einen V69-Motor brauche. Ist auch ein Chocobo. Ein Chocobo World. Natürlich, wie sollte es anderes sein? Ist natürlich auch über dem ein der andere Garten. Brauche ich nicht.
Oh. Ja, der Eisenschneider, der kommt sehr, sehr oft, weil ich Glück 50% habe. Darum kommt er sehr oft. Sehr, sehr oft. So, was ich jetzt machen werde, ist jetzt erstmal den Timer anzumachen, weil wir haben echt so ein bisschen rumgegoogelt. Und sorry dafür, aber manchmal habe ich halt auch privat noch ein bisschen was zu klären. Und dann ist es halt so, dass man einfach, dass ich halt mal eine Pause machen muss, weil das Privatleben geht natürlich auch so ein bisschen vor. Ja. So, wir wollen ja weiterspielen. Wir wollen jetzt zum Haus, obwohl kann ich da hin? Nee, so. Oh nein, der Garten. Wir werden davor auch noch mal einmal kurz auf jeden Fall speichern. Auf Wiedersehen. Oh, wieder Eisenschneider. Ich sag's euch, ich kann nichts machen. Der kommt und kommt und kommt und kommt. Ich weiß nicht warum. Das ist schon die letzten 1000 Kämpfe, die ich gemacht habe, wo ich ihn habe gekommen. Außer jetzt bei Tomberry. So, bevor ich da reinlaufe, einmal schnell speichern. Wir müssen auch noch Chocobo World heute spielen. Also würde ich auf jeden Fall gerne machen. Mal da mal einmal speichern. Ich muss mir das jetzt so ein bisschen angewöhnen, immer von oben nach unten zu speichern. Ansonsten sehe ich da, glaube ich, irgendwann nicht mehr durch. So, dann gucken wir einfach mal, was hier passiert, außer ein Kampf. Da will ich einmal kurz gucken, wenn jetzt kein Eisenschneider kommt, der glücklicherweise nicht kommt. Wir haben so komischen Texturfehler. Was wir von den beiden ziehen können. Feuerer brauche ich nicht mehr, Blitzer, Eisra brauche ich auch nicht mehr. Das heißt, Irvine kann auf jeden Fall angreifen. Bei den anderen beiden muss ich gucken. Sieh eine an. Und sie kann auch angreifen. Das heißt, wir machen halt also so ein bisschen auf Highspeed. Auf Wiedersehen. Was? Eisra? Nee. Ich habe immer noch mein. So. Zack. Und ist er tot. Und wir haben's geschafft. So, jetzt aber eigentlich mal rein. Oh, dann laufe ich wieder daran vorbei. Irgendwie kommt mir der Ort bekannt vor. Ich bin so ein bisschen, ja, also ich mache das immer nicht, wenn das so doof anfängt. Von daher habe ich mir gerade überlegt, gehen wir wirklich jetzt schon zum Garden oder nicht? Oder gehen wir jetzt noch den Chocobo-Wald machen und danach erst dahin? Weil es ist doch ein bisschen ruppelig gewesen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und dann würde ich doch lieber erst den Chocobo-Wald einmal mitnehmen. Jetzt, das ist so ein bisschen zu. Also, ich finde es ein bisschen versaut, die Folge. Muss ich ehrlich gestehen. Von daher. Gehen wir jetzt erstmal zum Chocobo-Wald, der da hinten ist. Falls wir ankommen. Falls wir echt ankommen mit. Oh, wird er mir schlecht. Und schon wieder kommt natürlich der Eisenschneider dann. Gut für mich. Und was wir jetzt auch mal eben machen, da ich ja Quizzes im Team habe, werde ich erstmal Item. Also wirklich, das nehme ich ins nächste. So gucken. Und ja, ich habe schon eine Adamantine. Gar nicht mitgekriegt. Königskrone. So, aber Quiz kann ja einige Sachen hier lernen. So. Ja, Gott. So, damit haben wir Quiz auf jeden Fall einige Sachen beigebracht. Und jetzt können wir erstmal entspannt in diesen Chocobo-Wald gehen. Hallo, du brauchst wieder einen. Erst einmal willkommen. Brauche ich nicht, glaube ich. Dachte ich mir, viel Glück. Wie mache ich das jetzt nochmal? Erstmal kurz hier rumlaufen. So, zack. Ja. Nein, nein!
Ah, da ist auch noch eins gekommen, ne? Aha. Ah. Oh, die können mich doch mal alle hier haben. Warte mal, ich muss das mal so ein bisschen auf meinen Kopfhörer lauter machen, weil ich höre es echt nicht. Jetzt habe ich alle Chocos hier, ey. Nein! Du gehst mir auf den Sack, ey. War ihn hier weg? Das geht mir schon auf den Sack, Anne. Scroll. Ich weiß schon immer, wo ich mich jetzt hinstelle. Nein. Komm mal, die gesagt, ey, schon habt ihr mir weg. Ja, komm mal. Nein, 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 nein. Ich werde hier wahnsinnig. Das sind die beiden hier. Ich habe jetzt alle unten, vermutlich.
Bleibt auch nicht da, ne? Hm. Ich. Ich werde hier wahnsinnig bei. Der geht weg auf jeden Fall. So, hier will ich noch mal einmal kurz gucken. Ja. Kommen die drei runter, so. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier mache? Da kommen die zwei. Wenn ich hier hingehe, kommen die beiden. Wenn ich hier hingehe, kommt er hier. Dann gehe ich mal jetzt hier hin. Dann gehe ich jetzt hier hin, weil er müsste jetzt einfach... Das macht mich wahnsinnig. Du Arschgesicht, ey. Aber so viel, wie ich hier laufe... Komm, gib einer her. Mich wahnsinnig, dieses Spiel. Warum gehst du nicht auch weg? Du machst mich wahnsinnig. Nein. Oh, du Arschgesicht. Das regt mich jetzt echt auf. Wie viel ich hier verballer, ey. Nein! Da laufe ich wieder dahin. Wie viel Geld ich hier schon gelassen habe. Das sind sie alle da. Gehen die drei denn jetzt weg? Ich verstehe es nicht. Och, es regt mich auf. Jetzt ist gar keiner mehr da. Uah! So. Ich kenne die Plätze auswendig. So. Warum erscheinst du denn jetzt da? Nein, nein! Fuck, Mann.
Jetzt ist er da, so. Gott sei Dank. Ich habe meinen Schokohobo. Bleibt noch eine Weile. Kann ich jetzt hier mal Schätze sammeln? Gratuliere. Hä, ich dachte, ich könnte mal Schätze sammeln. Na gut. So, wir einmal rein und wieder raus. Was? Oh nein! Ich weiß! Jetzt muss ich das, irgendwie muss ich das ja speichern, aber wie soll ich das denn nochmal speichern? Oh Gott, das muss ich mir nochmal durchlesen. Ach nein! Scheiße. Ah, das finde ich jetzt aber unlustig. Das finde ich aber echt unlustig. Naja. Dankeschön, dass du zugeschaut hast, wie ich ja irgendwo versucht habe, ein Chocobo zu fangen. Ich muss mich dann nochmal belesen. Dann machen wir das auf jeden Fall auf CD3. Dankeschön. Und bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.